So. Ich habe hier übrigens noch auf meinem To-Do-Zettel stehen. Irgendwas Ja. mit, dass du mal mit Colin sprechen wolltest, weil da irgendwas bei Verknüpfung von Haftdingsliste und Bounty-Liste nicht funktioniert hat. Ist das noch aktuell oder hat sie das geklärt? Ja, dadurch, dass das jetzt Garcia wohl alles in Ordnung bringt, hat sich das geklärt. Großartig. Wieder was streichen. Noch mehr auf der Liste? Schön, noch was vom Kart fahren. Kart fahren. Ja. Da hätte ich Lust. Ja, leider haben wir gleich eine Besprechung, ha? Wobei du hast eine Besprechung. Ich gehe gleich Kart fahren. Nein. Nein. Hat Spaß. Aber das könnten wir danach machen. Ja, können wir machen. Aber der hoffentlich nicht so lange die Besprechung, ne? Nee, nee, nee. Du weißt ja auch, ich will auch zeitig schlafen. Die Frage, willst du das ganz, ganz alleine machen oder wollen wir dann in die Runde kurz fragen, ob jemand mitkommen möchte? Ja, da können ja auch welche mitkommen, wenn die Lust haben. Weil ich kann dir sagen, wenn da so 5 Leute sind, unglaublich witzig. Ja. Glaube, die haben alle Helme. Ich fahre immer ohne Helm. Ach Gott, wenn wahr. Gestern ist noch nichts passiert bisher. Ja, Ich muss sagen, als ich mein bisher. Motorrad abgeholt habe, Ja. da habe ich kurz das Leben an mir vorbeifahren sehen, weil dann ist mich ein Auto direkt vor mir vorbeigefahren. Ja, genau. Und das war aber auch nicht mit 80 unterwegs, das muss ich dir Ich sagen. komme dich nicht im Krankenhaus besuchen, würde ich nicht. Ja, wieso das denn nicht? Muss man mir die Termine durchgehen. Genau. Ich muss jetzt mal alle Termine absagen. Das ist das Ding. Ach Die können ja auch dann ins Krankenhaus kommen, ne? so, na klar. Na klar. Hast du deine Auseinandersetzung beilegen können? Welche Auseinandersetzung? Naja, du hast gesagt, du musst aus dem Dings austreten, dass du da so vielleicht so ein bisschen im Achso. Ärger bist. Ja, wie gesagt, das war ja die kleinste Sache, die irgendwie so ein bisschen blöd gelaufen ist gestern. Also, ich dachte ja, Willst du dass drüber sprechen irgendwie. oder nicht? Ach, ich weiß auch nicht. Ich dachte ja, es ist irgendwas passiert oder er hat seinen Flieger verpasst oder keine Ahnung, wurde storniert oder so, weil er sich nicht gemeldet hat, obwohl ich ihm geschrieben habe, er soll sich melden, sobald er gelandet ist. Weil ich ihn eventuell abholen wollte. Ich meine, ich habe den jetzt quasi 7 Tage lang nicht mehr wirklich viel von meinem Mann gehabt. Wollte ich ihn halt mal, ne? Und Ja. dann bin ich extra zu Dynasty gefahren und wollte halt da mal fragen, ob die irgendwas wissen. Und dann steht er da. Und ist schon längst zurück. Ja. Wer hat da nicht mal angerufen? Nee. Kein SMS, kein Anruf. Und er war da schon 2 Stunden wieder da. Jetzt nicht so, als wäre, ne? Jetzt hat er keine Zeit gehabt. Aber ganz ehrlich, Harriet, das Ding ist, ich sitze hier auf dem Stuhl und du sagst mir dreimal, ich soll Nami anrufen. Ja. Und warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du immer nur geschrieben und nicht einfach mal angerufen? Es ist tatsächlich so ein Ding zwischen mir und meinem Mann. Ich rufe tatsächlich eigentlich nie an, außer es ist wirklich, wirklich wichtig. Weil er Also, halt ja. ständig in. Also, ne, der ist ja quasi. Also, bin ganz ehrlich, der ist noch schlimmer als du. Was Termine angeht. Ja. Der ist quasi durchgehend in Termin. Und dann Und fühlt sich Nami immer ist seine schlecht. Assistentin oder was? Nö. Die ist Ach so. CFO von Dynasty. Ja. So, und ich will halt ihn nicht ständig bei der Arbeit stellen und deswegen habe ich eigentlich so gesagt: So, pass auf, wir schreiben hauptsächlich. Und wenn wirklich irgendwas Dringendes ist, dann rufe ich auch mal an. Und dann weiß er halt, wenn ich anrufe, dann sollte er auch möglichst rangehen. Und ich dachte halt, naja, wird sich schon melden, ne? Wenn ich schon schreibe, melde dich. Hat er nicht. Ja, und dann? Ja, dann ist er irgendwann an mir vorbeigezogen. Hat mir noch ein knurriges vom Mitliebling zugeworfen, in einer sehr bösen Stimme. Und ja, dann hat er mir erzählt, dass er sauer auf mich ist. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich sauer auf ihn bin. Und ja, dann sind wir quasi im Streit auseinandergegangen, weil er dann wieder einen Termin hatte. Und er keine Zeit zum Reden hatte. Und normalerweise ist so ab 23 Uhr unsere Zeit. Also quasi 23 bis 0 Uhr ist quasi die Zeit, in der unsere Ehe funktioniert.
Quality Time. Quality Time, richtig, richtig. Das heißt natürlich, dass ich dann so kurz nach 23 Uhr mich nach Hause gemacht habe und gewartet habe. Warte, wie lange? Ich traue mich nicht zu raten. Ist er richtig nach Hause gekommen, bevor du geschlafen hast, oder? Ich habe bis 0 Uhr gewartet. Na, wobei, das stimmt nicht. Ich bin tatsächlich weggefahren. Bei den Freunden anrufen, fragen, ob ich da schlafen darf. Dann hat er doch noch angerufen. Meinte, ja, ich komme in 10 Minuten. Dann kam er natürlich nicht in 10 Minuten. Bin ganz ehrlich. Wenn ich ihm nicht so vertrauen würde, würde ich sagen, er hat eine Affäre. Aber das glaubst du nicht wirklich, ja? Nee. Ich tendiere aber zur Naivität, John. Denver. Mein Gott! Wieso, wurdest du schon mal verarscht? Vielleicht. Sagen wir so, ich hatte schon Beziehungen und keine von denen habe ich beendet. Keine davon hast du beendet? Richtig. Waren zwei. Hm. Eventuell wurden die beiden von der anderen Partei beendet, weil, ne? Hab eine andere. Hm. Wurde auch ein Grund genannt oder einfach so? Auseinandergelebt oder? Naja. Ach, das war nie wirklich was Langes. Deswegen belastet mich das jetzt auch nicht wirklich, ehrlicherweise. Und denk dann, geh dann immer davon aus, dass jemand eine Affäre hat, sobald er irgendwie komische Dinge tut. Deswegen kann ich es mir auch nicht vorstellen. Prisma, einfach zwei Beziehungen, die irgendwann mal während der Studienzeit. Für mich ist Vertrauen das Wichtigste. Ja. Allerwichtigste. Genau. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Vertrauen und Ehrlichkeit. Haben wir uns geschworen. Ja. Schon vor dem Ring. Naja. Gut, wollt ihr noch die Jacken zeigen, ne? Los geht's. Ja. Wo Denver schon immer mit uns über Nami spricht, da müssen wir mal auch ein bisschen, ne? Zurückgeben, sage ich jetzt mal. Auch ein bisschen über Privates sprechen. Dachte ich mir gerade, weil ich habe wirklich kurz überlegt, so, willst du das jetzt wirklich sagen? Und dann dachte ich mir, ey, komm, ihr redet auch drüber. Ich brauche Details, Fairy, jetzt für Charakterbogen. Einfach zwei kurze Beziehungen während der Studienzeit, die beendet wurden, weil es was Besseres gab als Harriet. Und dann immer Ed, der immer da war für uns. Ed war immer für uns da. Ja? Wie KP. Und dann war Ed auf einmal weg. Wie KP. Wiederholt sich alles in Harriets Leben. Großartig. Alles wiederholt sich bei uns. Wenn ihn denn irgendwie angeschossen hätte oder sowas. Und das ist natürlich ein Spitzname Pumpkin Pike. Ja, so ist irgendwie optimal. So. Also er meinte, ich soll ein bisschen Auswahl. Ja. Er meinte, ich soll ein bisschen Auswahl quasi nehmen. Dann habe ich mir mal angeguckt, was es da so gibt. Glaub mir, es war nicht einfach. Aber zum einen tatsächlich eine Weste. Hola. Hola. Ja, weil Weste verbinde ich immer mit MC. Ignoriert besser. Nee. Dann hatte ich eine Jacke, die eurer, glaube ich, relativ ähnlich ist. Im Prinzip. Und dann auch eine. So eine. Aber weil ich sie schick finde und sie selber besitze. Ist das so eine Lederjacke? Ja. Also die davor, die sah glaube ich, unser am ähnlichsten und ja, genau. Gut aus. Ja, genau.
Aber er meinte, ich soll ein bisschen Auswahl mitbringen und dann soll ich ihm alles einfach verstecken. Was hatten wir an? Ja, ich glaube, die Auswahl solltest du zeigen und dann das weiß ich nimmt man davon eine, ne? Na, er meinte wohl, er hat irgendwie auch eine Weste oder so abgegeben. Damit man quasi sich entscheiden kann, im Sommer Weste, im Winter was Längeres. Ah, okay. Das so wusste ich jetzt nicht. So habe ich das verstanden. Ja. Aber bespreche einfach mit Ford. Verstanden. Der Press wird's wissen. Ja, ich habe da eh nichts zu sagen, ne? Haben die Leute von Dynasty eigentlich angerufen? Was bei uns? Nö. Nee, ist ja nur Treasurer. Auf Rang 3. Bin ich Rang 3? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, du bist Rang 3, ja. Ich bin Rang 2. Guck mal. Ja. Mhm. Gut, dann lass uns mal da mitgehen, ne? Mhm. Ich hasse nämlich Unpünktlichkeit. Hallo. Ich auch. Sagte sie, nachdem sie heute bei der Besprechung unpünktlich war. Huch! Entschuldigung. Wunderschön. Hallöchen, du. Ah ja, hier war was. Ja, stimmt. Ach. Setzt sie sich hier im Kreis, oder wie? Ja, wir haben das bis jetzt immer so gemacht. Ja, alles klar. Wie sie das im JO-Meeting machen, sitzt man immer ein bisschen näher zusammen, muss man nicht so schreien, ist auch gut. Ja. Ja. Herr Verdeit kommt noch, Frau Junkers und Herr Pollo. Es ist übrigens eigentlich voll spannend. Wir können uns. Polo. Okay. Können Polo. Uns jeden Tag. Spreche das bis jetzt falsch auf. Falsch aus. Jeden Tag so ein Polo angucken. Ja, aber gucken, ich kann auch in der Stadt. Roche nicht aussprechen. Ja. Roche. Wird bestimmt nochmal klargestellt. Ich habe ihn einfach gefragt. Ganz einfach, Leute. Den Herrn Laroche oder den Herrn. Laroche. Laroche. Das ist aber auch schwierig. Ich hab's nicht so mit Namen, ne? So richtig schwierig wird's, wenn er es selbst zweimal anders ausspricht. Ja, das ist natürlich ein bisschen. Aber vielleicht liegt es einfach an seinem texanischen Akzent. Moment. Der kommt aus Texas? Mhm. Warum ist mir das noch nie aufgefallen? Ich komme auch aus Texas. Oh, da muss ich wohl noch mal ein Gespräch führen mit dem Herrn LaRoche. Mary, wie lange dauert das? Und können Sie ein bisschen lauter reden? Das dauert circa 20 bis 30 Minuten. Würde ich mal anberaumen. Okay. Jesus, warte jetzt noch ein, zwei Minuten, sonst rufe ich mal an. Ja gut, auf Mobilgerät ist sowieso alles schwierig. Was auch das Handy rausholen, schwierig. Entschuldigung, muss ich mal erschrecken. Ah, viel besser. Na, Ulla, darf ich hier Platz nehmen an dieses Stuhl? Na klar. Ulla. Ah, sehr schön. Ulla. Man kann sich hier richtig hinsetzen. Aber wir warten noch kurz auf den Herrn Verdeit, der hoffentlich gleich kommt und dann. Warte, man kann sich hier richtig hinsetzen? Ja, warte, ja, ist ja mega. Gott, sieht das bei Frauen bescheuert aus, dieses Sitzen, wirklich? Warum sieht das so bescheuert aus bei Frauen? Danke. Guten Abend. Ach, dann heben die Leute hier wieder ab. Sein. Ja, dann ist er wieder. Dann ist wieder. Gott, warum sitzen wir so? Ich hebe ab. Ja, herzlich Nichts willkommen mich am zum Mond. Wöchentlichen, alles blass und der wöchentlichen Besprechung des Legal Office. Nicht geflogen. Herzlich willkommen auch an Herr John. Schön, dass Sie da sind. Und dann Frau Fast.
Schade, er hat Frau wir gesagt. Wir starten kurz mit einer Neuigkeit. Wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, haben wir seit gestern einen neuen Mitarbeiter, der ganz links sitzt, der Herr Pollo. Und hola. Würde Sie einfach bitten, sich kurz vorzustellen und vielleicht auch schon. Aber jetzt kann man aufs Handy gucken, wenn man hier sitzt. Erste Eindrücke großartig. Zu schildern, die Sie jetzt gestern heute gewinnen konnten. Falls das noch nicht der Fall sein sollte, dann ist natürlich auch noch kein Problem. Ah, das kriege ich hin, Senior Murray. Ah, ich bin Fernando Polo. Ich bin die 33 Jahre alt. Ich komme aus dem Mexiko. Aus einer kleinen Stadt, die heißt La Paz. An dem Meer. Und ich bin seit Freitag in diese Stadt. Und ich habe diese Insel gewählt. Was? Nein, Peter Diekmann ist tot? Am Meer liegt. Und ich liebe das. Mich verarschen? Meer. Ich dachte, ich kenne die Stimme, aber das ist Fiete? Ja, und ich habe mich hier verlieben. Und, als ob wir schon wieder mit Fiete irgendwas zu tun haben, ist ja großartig. Und Senior Murray hat mich zusammen mit Senior Verdeid hier eingestellt. Oh, und ich konnte schon sehr viele Eindrücke gewinnen. Na, vielen Dank. Die Arbeit ist tatsächlich nicht so schwer, wie ich mir das vorgestellt habe. Es wird mir doch leichter, als ich gedacht habe. Na, hier und da rutscht mir noch einmal der Ermahnung raus. Aber ich versuche mich zu bessern. Das ist das erste Mal, dass ich in so einer gehobenen Bereich arbeite. Jetzt, wo du es gesagt hast, hört man total, dass es Fiete ist. Ich habe immer verkauft Essen. Mit meiner Mamacita wird dann da eine Strip. Mit meiner Mamacita? Dann werden wir die Taco gerollt. Und die Hackfleisch gewürzt. Ich denke, das war ja, zusammen ja, ist okay. Die Salsa gemacht. Ich denke, das okay. reicht. Und Sie konnten also schon inhaltlich arbeiten hier? Ein wenig. Ich habe Kontakt gehabt mit den Bürgern. Okay. Oh, und ich glaube, die hatten einen guten Eindruck von mir. Okay, ja, dann nochmal auch aus dieser Runde ein herzliches Willkommen hier im DOJ. Ich würde dann vielen Dank. Erstmal ein bisschen abschweifen, ne, Fiete? Feedback-Runde übergehen, die wir jetzt auch schon in den letzten Treffen so gemacht haben. Ist ja großartig. Bezug einfach auf Arbeitsauslastung, was ist gerade zu tun, Zufriedenheit. Da können wir einfach mal vielleicht ganz kurzes Feedback reihum umgehen. Ja, ja, lasst mich mal aus. Der Paulo hat jetzt schon einiges gesagt. Ich würde jetzt einfach hier von mir aus nach rechts die Feedback-Runde durchmachen und dann kommen wir zu den Themen, da können Sie auch gerne noch Themen mit einbringen. Würde gerne mit Ihnen starten, Herr Collins. Ja. Arbeitstechnisch denke ich, sind wir im Moment überschaubar ausgelastet. Bis morgen Abend 20 Uhr haben wir noch die POC-Akten bei uns und die Bearbeitung der Haftantrittslisten und des Bounties, was dann wegfallen wird, respektive wieder an die zwei Kollegen zurückgeht. Das heißt, uns wird da auch noch ein bisschen Arbeit dann wieder von den Schultern genommen, was wir in der nächsten Zeit an Gerichtsterminen haben, ist, denke ich, auch ziemlich überschaubar oder schon fertig geplant oder noch in den letzten Zügen. Was ich sehr begrüße, was ich sehr positiv finde, dass wir uns da ein gewisses Polster anarbeiten, sollte es dann mal ein bisschen anziehen, ein bisschen mehr werden, dass wir da ein bisschen mehr Reaktionszeit haben. Da habe ich keine weiteren Vorkommnisse oder Eindrücke aus meiner Sicht. Okay, dankeschön. Ja, also ich bin bis jetzt noch sehr zufrieden. Ich komme bis jetzt mit der Arbeit überraschend gut klar. Ich bin eher positiv überrascht von meiner Arbeit hier. Ich dachte nicht, dass es mir so viel Spaß macht. Aber ich fühle mich hier wohl und ja. Kann nur Positives sagen bisher. Warum? Schön zu hören, Herr Verdeid. Wollen Sie noch was Kurzes hier in diesen Punkt mit reingeben? Ja, ich kann ja auch noch meine Situation darlegen. Bin soweit im Moment auch zufrieden. Gut, jetzt wissen wir alle, dass ich perspektivisch ja noch in das Judicial Office wechseln möchte. Die Einarbeitung mit Herrn Murray läuft soweit gut. Ich sag mal so, das sind jetzt noch
Sachen, die im laufenden Betrieb auffallen, wo wir dann auch immer noch Klärungsbedarf haben, hier und da, aber der Großteil, den ich von vornherein mitgeben kann, der ist schon bei Murray gelandet, von daher geht das an der Stelle auch weiter. Ja, ich freue mich, dass wir mit Herrn Poller Zuwachs bekommen und vielleicht ist das die Tage auch noch besser. Umso mehr freue ich mich, dass dass gewisse Arbeitsabläufe von Mercado Garcia übernommen wurden, was uns die Luft für dann Gerichtstermine frei hält. Und ja, es ist also, ich würde sagen, die Arbeitsauslastung ist gerade in Ordnung. Also, wir werden nicht überrannt und das liegt eben an den jetzt nicht derart vielen Gerichtsprozessen. Ja, so viel vielleicht von meiner Seite. Genau, das schätze ich ganz ähnlich ein, dass wir gerade in einer Phase sind, wo wahrscheinlich ja, Anklageschriften eben vielleicht noch geschrieben werden müssen und noch kommen. So ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm, das sehe ich auch so ein bisschen. Da ist gerade ganz gut Luft und ist dann wichtig. Und ich sehe uns da auch personell dann so aufgestellt, dass wir, wenn da wieder mehr kommt, das gut bearbeiten können. Genau, auch was den Stand der Einarbeitung angeht, auch für sie hat schon, sehe ich das genauso wie Herr Verdeit. Die großen Sachen sind übergeben, sind geklärt, wie da die Arbeit als Chief Secretary zu führen ist und sollten weitere Fragen irgendwie auch in den nächsten Tagen aufkommen. Da stehe ich mit Herrn Verdeit auch im engen Kontakt und dafür der Austausch klappt da sehr gut und auch das Weiterhelfen bei jeglichen Fragen dazu. Dementsprechend denke ich, dass wir die komplette Übergabe an mich auf jeden Fall jetzt in dieser Woche endlich hinter uns bringen können. Ich bin morgen nicht da, am Mittwoch aber wieder. Würde mir gern noch ein bisschen Eindruck gewinnen, wie das jetzt wieder klappt mit Garcia und McCord, die sozusagen zurück auf ihre alten Aufgaben gehen und die übernehmen, wie das in Abstimmung auch mit übrigens Collins Aiden und Murray, Frau Junkers klappt. Da würde ich mir gerne einen kleinen Eindruck Aiden gewinnen. Aber sah damals anders aus, war mal Taxifahrer. Würde das trotzdem jetzt gerne festmachen. Wir haben den mal im Stadtpark getroffen. Es war der Mann, der einfach gar nichts mit uns Freitag gesagt hat. Gar nichts. Wir haben Hallo und Tschüss gesagt, hat er nichts gesagt. Dann sind wir ihm hinterhergelaufen, haben ihm gesagt, dass es ein bisschen Verdeit unfreundlich ist. Und ja, auch da hat er wirklich nur so zwei, drei Worte mit uns gesprochen. Ja, war Aiden Murray genau damals, liebe Leute. Haben Sie jemand von Ihnen noch eigene Themen, die mit auf die Liste kommen sollen? Sonst würde ich einfach kurz durch die Sachen durchgehen, die ich mir aufgeschrieben habe. Das sind auch alles relativ kleine Sachen. Also ich habe nur ein paar ganz kurze Mitteilungen, aber die können wir auch am Ende machen. Okay. Genau, wenn sonst nichts ist, dann gehe ich einfach mal diese Punkte durch. Zum Ersten, ich habe von verschiedenen Seiten Feedback zu ihrer Arbeit bekommen, Frau Junkers und Herr Collins, in den verschiedenen Bereichen und auch von verschiedenen Leuten, das durchweg sehr positiv ausgefallen ist und das möchte ich Ihnen einfach hier auch gerne in der Runde weitergeben, dass Sie hier super Arbeit leisten, das von verschiedenen Seiten auch so gesehen wird und ja, ich darüber sehr froh bin und vielen Dank, dass Sie das hier so super machen. Dankeschön. Luke möchte gehen. Dann hatte ich nicht so viel Zeit, nehmen wir uns. Gerne. Dann hatte ich ein Gespräch mit dem Herrn Boon. Da ging es einfach so ein bisschen für mich auch um erstes Abtasten und Kennenlernen auch des POs und ja, auch ein bisschen so, um zu schauen, okay, wie ist die zukünftige Arbeitsauslastung bezüglich Aufgaben, die wir vom PO eben weiter übernehmen. Das wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen erledigt haben, da Garcia und McCord ja eben viele ihrer alten Aufgaben nochmal übernehmen. Ich kann Ihnen einfach nur weitergeben, dass bei Fragen, die die Staatsanwaltschaft betreffen, die in unserer täglichen Arbeit auftauchen, gerne einfach auch direkt auf Boon oder Herrn McElroy zugegangen werden kann. Das hat er mir mitgegeben und das gebe ich jetzt in dieser Runde auch nochmal weiter.
Dann ein Thema, was ich aus dem vorherigen Meeting des Judicial Office gerne hier einbringen würde, wären die sogenannten Mock Trials. Vielleicht haben Sie das gesehen, da sind im Kalender, wenn ich mich richtig erinnere, am Donnerstag und am Samstag. Ja. Zwei Mock Trials eingetragen. Da müsste auch drinstehen, um welches Thema es so grob geht oder was besonders geschult werden soll. Und Herr Abbott hatte das Legal Office in der vorherigen Besprechung darum gebeten, zu schauen, ob man Kapazitäten hätte, sich als Zeuge oder als Angeklagter oder Angeklagter an diesen Mock Trials zu beteiligen. Wenn das machbar ist, die Richter dafür sehr dankbar. Er hat gemeint, man müsste sich eine Rolle und noch etwas. Mal gucken, wo ich mir das aufgeschrieben habe. Eine Rolle und einen Termin, also in welchem Termin man da eher könnte von den beiden in einer Mail ans DOJ schreiben, also so, dass das in unserem Postfach ist und wir leiten das dann an den Herrn Abbott auch weiter. Also falls Sie da Zeit haben, herzliche Einladung dazu. Ich schaue, ob ich es auch einrichten kann. Ich würde daran gern auch teilnehmen. Dann noch ein kleiner Punkt auch aus dem Meeting des Judicial Office. Da ging es um das Protokoll für die Sitzung der Anwaltskammer, das Sie angefertigt haben, Frau Junkers. Mhm. Das wurde, so wie ich das verstanden habe, wohl direkt in das Postfach des Richters Abbott verschoben? Oder wo ging das hin? Genau, auf Bitte des Herrn Beck, richtig? Richtig. Genau. Da kam die Idee auf, solche Mails wie Protokolle, auch wenn sie an eine bestimmte Person gerichtet sein müssen, aber nicht direkt schon an diese gehen müssten, jetzt was das Postfach angeht, die für einen Tag in ein anderes Postfach zu verlegen, sodass alle Richter wissen, okay, verkauft jemand seinen Panther für 135.000? Dafür ein extra Postfach einzurichten. Ich denke aber, es wäre voll getuned, aber trotzdem. Postfach-Infos. Entschuldigung. Was das Ding direkt einsehbar ist, auch ohne dass man irgendwas ausklappen muss an dem Rand. Mit dem dort solche Bonus Mails mit reinzulegen. Und nach Sean einem Tag würde ich das wahrscheinlich für 100.000 bei der zuständigen Person zu verschieben. Sodass auch andere Richter in dieses Protokoll relativ leicht Einsicht haben können. Du musst es ja wieder tun, wenn du es nicht so haben möchtest. Muss da wieder Geld für ausgeben. Kann das noch machen, wenn es gewünscht ist? Also ich habe das Protokoll. Jetzt, ja, in Zukunft. Okay, in Zukunft. Dieses Protokoll ist jetzt nicht unbedingt nötig. Genau. Das waren die Punkte, die ich Ihnen mitgeben wollte. Oh mein Gott, Matt! Wo bleibst du denn? Dann könnten Sie hören. Ewig nichts von Matt gehört, Mann. Okay, das mit den Mock-Trails haben Sie ja gesagt. Dann wollte ich noch sagen, dass es jetzt ja diese Präsente gibt und dass Sie da auch Zugriff drauf haben, Herr Murray. Genau. Arbeit. Ja. Die liegen bei Miss Vane im Büro. Und wenn Sie da welche brauchen, können Sie da was rausnehmen. Wie gesagt, für öffentliche Anlässe oder so, ja? Tja, ich bin gelandet, oh mein Gott. Bedenken Sie dabei, dass ich nicht morgen schon los kann und neue Sachen holen kann, ne? Verstehe ich. Okay. Des Weiteren wollte ich noch sagen, dass wir diesen Justice Riders e.V. gegründet haben. Der Igel wohnt jetzt hier. Alle Mitarbeiter des DOJ, die halt ein motorisiertes Zweirad besitzen, können dort einen Antrag auf Aufnahme stellen. Was genau, also da sprechen sie uns Herrn Ford an oder Herrn Beck. Das sind die Präsidenten bzw. der Vice Press. Und die können Ihnen dann noch Aufschluss geben, was da so geplant ist. das mit den Sonderzahlungen hatte ich Ihnen ja gesagt, Herr Murray. Das klären Sie intern. Money, und ansonsten money. Hatte ich nur noch das mit Herrn Garcia und Miss McCord. Das haben Sie schon genannt. Und das war dann von meiner Seite, wäre das alles gewesen. Klar, vielen Dank. Hat eigentlich Scratch mal was Neues rausgebracht? Dann, wo ich gerade Werbung gesehen habe. Der euch die Sitzung für beendet. Rosadek, 17 Minuten, guter Mann. Nee, immer noch nichts Neues. Ach, komm schon. Arbeit nach. Line Records ist ein Witz. Ich meine, wir haben auch noch gar nichts rausgebracht, aber Line Records ist ein Witz. Auf jeden Fall. Senior Murphy. Er verdeiht. Ja. Er hat den Betrieb auf, er verdeiht.
eingeschlafen. Entschuldigung. Ja, sorry. Geht bestimmt auch ohne Cover, ausnahmsweise. So. So, wen wolltest du jetzt da noch? Ach, das war's für heute, ja. Wir wollten Kart fahren. Ja. Jetzt haben wir in der Runde gar nicht gefragt. Sophia! Hier, also. Mit Kart fahren? Okay. Jetzt? Super, ja, jetzt. Okay. Klasse. Frag die anderen. Er verdeiht. Ja. Wollen Sie mit Kart fahren kommen? Selbstverständlich. Großartig. Oh Gott, da muss ich mir... Ja, ich ziehe mich um. Sehr schön. Achso, wir ziehen uns um. Wusste ich nicht. Wir ziehen uns nicht um. Ich hätte sonst eine Bikerjacke dabei. So ist nicht. Ja, ah, ja, die kannst du ja anziehen. Jeff. Hallo, ja. Gehst du wieder auf Gangster-Business oder kommst du mit Kartbahn? Ich muss noch die Akte fertig machen. Also Gangster-Business, okay. Steh schon. Also das ist kein Gangster-Business. Siehst aber also, wieder aus wie einer. Ja, der Anzug ist ein bisschen dreckig geworden. Ist okay. Ich hab's ja angeboten. Ja. Ja, ja. Ist auch lieb, aber das ist die größte Akte. Naja, das ist die größte Akte, die wir haben im DOJ. Also größer wird's nicht. Oh Gott. Wird der Chief John mal ein paar Stunden dran lesen, wenn er sich zurückzieht? Okay. Klasse. Vielleicht sind es 3 Stunden, vielleicht 4. Oh Gott. Ja, freue ich mich. Wird supi. Ich lass mal die Dame oben rein. Na klar. Ich glaube, ich weiß, um welche Akte es geht. Sind die anderen jetzt? Ja. Ruf mal Aiden an. Ja, Mary und Herr Polo sind noch im Besprechungsraum. Ja, perfekt. Und Luke, also Collins ist, glaube ich, gerade auf Toilette. Aiden. Schönen guten Abend, Frau Fast. Ja. Ja, ganz kurze Frage. Kannst du Herrn Polo auch gleich fragen? Wir wollen jetzt eine Runde Kart fahren gehen. Kommst du mit? Ja, ich denke, das ließ sich einrichten. Ist das super. Mit den anderen Clerks auch abgeklärt, oder? Ja, ja, hier, Sophia steht hier. Unterrichten? So. Ich glaube, Colin steht da. Okay. Jo, tada. Nee, sollte passen, machen wir so. Perfekt, dann bis gleich, tada. Bis gleich. Kommt. Das war klar, dass der kommt. Das war quasi absolut begeistert. Ja, das war ein Profifahrer. Herr Verdeit, Sie sehen ja quasi vorbereitet aus. Sieht da richtig professionell aus. Ja, danke. Wirklich. Ich frag mal, ja. Bitte? Ich muss mir meine Lederjacke auch mal hier ins... Obwohl, nee, ich mach das nachher, wenn mit die richtige Lederjacke, die lege ich mir hier ins Büro. Na, ich bin die Tage mit dem Motorrad gekommen und da fährt sich mit Anzugjacke eben schlecht. Ja, das stimmt. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir immer Motorradschuhe ins Motorrad packe, bin ganz ehrlich. Was mit und dein Collins? Luke, kommst du mit? Nein, ich werde mich gleich auch so Dienst begeben. Na gut, aber die einzige valide Ausrede, ehrlicherweise. Ja, ich, noch zwei ich hoffe auch, Bohne, ich hoffe auch. Kaffee. Sehr sogar. Ich will abgehen. So richtig. Muss auch abgehen. Mal sein, muss auch mal sein. Im Moment definitiv, ja. Lass dich vom Bass verführen. Verdammt, ich brauch das Lied. Ich will abgehen, abgehen. Na doch. Gibt auch wichtigere Dinge als Dienst, ne? Stimmt, stimmt. Ja, bezahlte Freizeit. Wie jetzt ohne uns wird doch die Insel zur Anarchie. Ja, wie sage ich immer so schön, es dauert ja ein bisschen, bis das Zeug zu uns kommt, ne? Wir rennen ja nicht ins Feuer. Erstmal, der Ball ist ja erstmal das PD. Genau. Und die Staatsanwälte. Was zu essen dabei? Sophia, hast du nochmal auf die Aufstellung geguckt? Ja, danke dir. Eben, aber jetzt aktuell nicht. Miss Fast. Ja, Herr Ford. Sie haben mich angerufen vor ein paar Minuten. Richtig. Ich sollte doch Jacken besorgen für die weiblichen Teilnehmerinnen. Ja. Habe ich besorgt und mir die Fächer aufgeschrieben. Ah, sehr gut, sehr gut. Wollen Sie die vorher sehen? Weil ich habe jetzt irgendwie 3 Jacken ausgesucht und also das, was Ihnen am besten gefällt. Also. 2 Jacken und eine Weste.
Geben Sie mir am besten die Weste und das, was, was Ihnen an Jacke als besten gefällt. Ja, muss auch an die anderen denken. Ich mache einfach die Jacke, die, also, der John meinte, das sieht ihrer relativ ähnlich. Ja. Das passt dann ja ganz gut. Wollen Sie? So. Das ist einmal die Weste. Ja, danke. Und dann noch die Jacke. Wunderbar, danke schön. Bitte. Ja, haben Sie noch die Fachnummern? Dann schreibe ich mir die zu. Die Weste ist Fach 15. Ja. Und die Jacke Fach 80. 80, alles klar. Ja. Wollen Sie mit Kart fahren kommen? Fahren Sie jetzt Kart? Ja, wir gehen jetzt Kart fahren. Ist ja nett. Ja, dann würde ich mitkommen. Großartig. Herr Ford kommt auch mit. Na, bin ich. Na, dann. Gut. Hallo, Herr Ford. Hallo, John. Dann haben wir alle da, glaube ich, die wir gefragt haben, oder? Ja. Ja, dann. Herr Pollo ist da. Ja, legen wir los. Mitkommen. Ich werde noch ein bisschen dieses Adano lesen und dann auch in den Feierabend gehen. Na, schade. Na gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich würde einen Komoda fahren, der steht hinten. Ich fahre mit meinem Privatwagen. Ich habe einen Einsitzer. Tut mir leid. Hm. Also dann. Dann bis gleich. Also Sie können bei mir mitfahren, bis Lukas, wenn Sie wollen. Okay, gut. Ich muss den Anzug noch holen. Ach so. Rennanzug oder was? Gut, Herr Polo, dann bis morgen und schönen Feierabend. Ah. Ja. Ah, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß bei dieser Rennkart. Ich morgen Nachmittag auf die Liste. Herr Polo, wir kennen uns noch gar nicht. Harriet Fass, mein Name. Bitte, ja, die heute noch. Dann hat sich sie erledigt. Ganz schön Feierabend, die Stunde. Mrs. Ja. Die meisten Länder. Ja, ich habe ihre Telefonnummer, so mein Handy eingespeichert. So zwischen und ich habe alle Telefonnummern eingespeichert. Ja, kenne ich. Ja, habe ich auch direkt am ersten Tag gemacht. Ja. Und heute ist schon zweiter Tag. Von gestern Abend hier angefangen. Ah, okay. Um diese Uhrzeit ungefähr. Oder ist noch Miss Carter, die können wir auch fahren. Ja, aber dann haben sie auch ein Gesicht zur Telefonnummer. Ja, ich habe auch ein Glück, dass diese DOJ-App auf dem Smartphone. Und da habe ich das auch schon gesehen. Ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Ja, schade, Herr Polo. Ich hätte sie gerne mitgenommen, aber dann vielleicht beim nächsten Mal. Na klar, auf jeden Fall. Wenn wir Tequila trinken gehen, ich bin immer dabei. Okay, das nächste Mal Kartfahren mit Tequila, ja? Ah, auf jeden Fall. Schon. Ja, und dann Sombreros auf, ne? Und dann Sombreros auf, alle. Na, wobei, ist das nicht kulturelle Aneignung jetzt? Oh, ich habe immer einen Klapp-Sombrero in der Tasche für den Notfall. Großartig. Steht in hervorragend. Natürlich, ich bin Mexikaner. ein Sombrero steht aber allen Menschen gut. Egal von welcher Herkunft. Das stimmt. Na, das trifft nicht auf mich zu. Na gut. Ist das, kann man den auch fragen? Ja, na klar. Also trägt einen Anzug, wird wahrscheinlich hier arbeiten, ne? Entschuldigung. Gut, Herr Collins, dann Ihnen auch schönen Feierabend. Wo ist danke, Miss Junkers jetzt hin? Den Anzugträger fragen. Ob den Anzugträger? Kartmann. Welchen Anzugträger? Da ist gerade ein Anzugträger die Treppe runtergekommen und ist nach hinten gelaufen. Achso. Den kann man jetzt nicht mehr sehen. Ich bin schon ein bisschen müde. Ja, da machen wir nicht so lange, ne? Nee. Ich zieh erst alle ab, einmal schnell. Richtig. Die Speedrunnen das Kart waren. Mhm. Ich verstehe das. Letztes Mal war ich auch richtig gut. Auch vorletzter, glaube ich. Doch, ich bin noch nie hier in die USA. Aber nicht letzter. So ein Kart gefahren. Ja, Herr Polo, dann müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall mitkommen. Oh, Nickelko, wir haben alle möglichen Fahrzeuge für Rennen benutzt. So, na dann ziehen wir mal schnell los. Jo. Wenn wir mitmachen. Die anderen wollen arbeiten. Ja. Tschüss. Oh, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Jo, tschüss, Herr Polo. Bis morgen. Bitten.
Du fährst ja mit dem Motorrad, ne? Natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Mein Auto steht rechts rum, Miss Junkers. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Wir haben ein Motorrad, ahaha, Heizdienstfahrzeug. Wir haben ein Motorrad. Was jetzt sogar offiziell als unser Motorrad eingetragen wird. Ja, ihr habt es vorhin in der Besprechung gehört. Ihr habt natürlich alle zugehört. Klar, genauso wie ich. Immer 100% bei den Besprechungen zuhöre. Definitiv. DOJ 21 gehört Frau Harriet Fast. So hieß es. Großartig. Ja, damit. Kartbahn. Schwierig. Hier unten war das. Da war das. Achso, Tempomat. Dafür haben wir das Ding ja. Los geht's. Ach, wie entspannt. Hallo. Guck mal, im Pillbox damals gab es das nicht, ja, Kartfahren im Dienst. Außer es war hier die veranstaltete Feier von uns. Ja. Übrigens, dieses Team-Bee, den gab es dann auch nicht mehr, als Harry jetzt sich nicht mehr drum gekümmert hat, ne? Just saying. Beziehungsweise das eine Mal, als es passiert ist, nämlich in der Hookah Lounge. Hat er sich ein bisschen verfahren, wa? Gab es dann direkt eine Geiselnahme. Großartig. Sitzen sie. Er vorne, er verteilt und der Murray. Und warten. Großartig. Mega. Übrigens das eine einzige Fahrzeug, was wir mit Lenkrad fahren, ja? Einzige. Bis wohin? Die soll mit Kart fahren kommen. Der wird schon in der Jury von mir aus. Von mir aus? An den komme ich am einfachsten dran, aber ich glaube, da hat er keine Lust drauf. Ganz ehrlich. Warum bin ich eigentlich das einzige Schwarze? Mhm.
Ansichtssache. Ja, das würde ich auch sagen, ja. Das ist Ansichtssache, ja. Verstehe. Für mich sind sie einer von Blickwinkel. Gut. Die Seele hat abgefärbt. Aber wenn sie sich selbst als schwarze Schaf sehen, ist das... ja, ist so. Völlig okay. Doch, die Jacke färbt ab, das ist einfach ja, so. Alles gut. Ja, das Leder. Ja, ich fühle mich auch schon wie ein Raufbold. Skrr, skrr. Skrr, skrr. Gottes Willen. Hat der Mann telefoniert? Ja, natürlich. Dann fährt er einfach los. Geht da nichts. Aber wir können es ja schon mal aufstellen. So richtig lange Telefonate kann er nicht. Boah, das ist hier kein. Ich verstehe schon. Renn los. Das ist hier kein Autoscooter, Herr Ford. Nee? Nee. Steh ich nicht. Boah, den stelle ich mich direkt wieder neben Sie. Wirklich. Ja, sehr gut. Und nach vorne quasi, da schieße ich sie raus aus der Kurve. Verdammt, ich hätte mich hier nach innen stellen sollen. Nein, ich sehe die Bande gedrückt. Ja, Murray, lenk so mal das Telefon weg. Ja, ja, natürlich. Wir schaffen bestimmt so 2-3 Runden, bis er fertig ist. Wahrscheinlich, ja. Jetzt steigt der Horus. Ah, kommt er doch. Ah, jetzt. Sophia, ich glaube, du musst noch ein bisschen Platz machen. Ich glaube auch, ja. Wie viele Runden fahren wir denn? Da, bis irgendjemand schwer verletzt ist? Gut. Okay, so lange. Also. Gut. Das weckt schlimme Erinnerungen. Ja, irgendwie schon. Ich habe mich gerade wiederholt. Ja, dann. Achso, hat nicht so lange gedauert, meinst du? Wir hatten ja erst einen Unfall. Das reicht erstmal. Tut mir leid. Kein Problem. Naja, das sagen sie jetzt alle so. Wenn sie ihn auf der Strecke zeigen, wenn wir nicht gekündigt werden wollen, ja, sagen wir das alle so. Wer zählt an? Wer der fragt? Achso. Ja, 3, 2, 1, los! Achso. Verdammt! War die Strecke rückwärts. Immer ein bisschen ausholen. Irgendjemand hat sich nicht gemutet beim Fahren und hackt auf der Tastatur. Gott, das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Müssen wir ein bisschen mehr Handbremse benutzen, habe ich das Gefühl. Oh, das war ein bisschen viel. Okay, Handbremse kürzer, ja? Dann. Oh, sorry. Ach, sorry, was soll das? Wird sich hier nicht entschuldigt. Ich glaube, die war ganz gut. Mit denen hier kann ich noch nichts anfangen. Ganz ehrlich. Hier immer merken, ja, weil es hier einen Sprung gibt, immer ganz kurz antippen die Bremse und dann erst runterfahren. Ja, ein bisschen besser als vorhin, ein bisschen besser. Können das noch optimieren. Manchmal mit der Maus gar nicht hinterher. Fuck. Ah, ich glaube, es ist Herr Ford. Der Klacker ist wieder da. Hatte ich so viel Abstand zum Klacker. Was antippen? Wunderbar.
Mehr Drifting. Ich glaube, da kann man auch schön driften. Jetzt so ein bisschen Mario Kart-Style wäre schön. So ein paar Bananenschalen oder so auf die Straße. Großartig. Ah, schön, schön. Ja, ich komme näher. Oh Gott. Ich komme näher. Das wird Fehler machen jetzt. 20 Stunden Pause gemacht. Würde natürlich nur mit Absicht verlieren. Nein! Hey! Verdammt! War fast an vorn wieder dran. Na komm schon! Nein, oh, sag mal! Entschuldigung. Das ist halt das Problem, wenn man wirklich die ganze Zeit nur Runden fährt, statt wie wir das mit den anderen immer gemacht haben. Eine Runde fahren, dann wieder sammeln, dann wieder eine Runde fahren. Da gibt es halt mehr Chaospotenzial. Definitiv. Ach komm. Ich darf nicht in den Chat gucken. Passieren Sachen im Chat, nicht in den Chat gucken. Don't drive in Chat. Ah, das war jetzt nicht der Chat. Das war ich. Wird die Show jetzt schlechter machen, als sie sein kann. Offensichtlich haben wir wieder aufgehört. Weiß jetzt nicht, was da zu lachen gibt, Dimitri. Was gibt's da jetzt zu lachen? Hallo. Hallo, Victor. Hallo, Connor. Hallo, Asimov. Also, Harriet, dass du mit jedem immer, wenn du einen neuen Job anfängst, ich gehe immer Kart fahren. Immer. Ach, jedes Mal. Scheiße, von allen Leuten. Ja? Ich mit dir, also, das Schicksal, Gott, das Schicksal hatte ich mit dir. Ich nur mal gerade das Auto wegpacken, deshalb ey, das Kart. Ihr könnt ruhig weiterfahren. Also, wir wollen tatsächlich nur mal angucken, ob wir hier einen Menschen. Ich hab da noch so ein Bild im Kopf. Connor, ich rette dich. Und zack, war Connor aus der Welt geschossen. Großartig. Ja, das war schön. Das war wirklich schön, Connor. War gut, als Harriet mit 100 auf mich zugekommen ist im Go-Kart, werde ich auf dem reichen Stapel hin. Also. Ja, ich hab dich gerettet, Connor. Damit ja. Ich hab dich gerettet. Hochziehen können. Ja, jetzt fahr ruhig, alter Mann. Ja, wer hat gewonnen? Alles nur Tarn. Natürlich du. Weiß ich nicht. Ja. Ja, John. Asimov, nein, du musst den Typen da einladen. Ich war aber weit vorne, ich war glaube ich Zweiter oder so. Ihr habt nur geguckt, weil jemand fährt oder was? Warte mal, Harriet, habt ihr jetzt hier ein Team oder was am Start? Was ja, klar. Ich würde sagen, wir fahren Rennen gegeneinander oder was? Ja, perfekt. Team Pearls gegen Team... Soll ich anmachen? Machen wir. UJ ist das ja. Wie viel seid ihr? 1, 2, 3, 4? Boah, ich würde sagen, 2 gegen 2, oder was? Ach du Scheiße. Lass mal 2 gegen 2, oder? Wir schicken unsere Profis ins Rennen, das kann ich Ihnen sagen, ne? Ja, aber da! 2 gegen 2. Oh shit, 10 Riesen. Oh, Team Pearls, 10 Riesen, Jungs. Ach, da ist er. Gott, warum ich? Ja, alles klar. Ich bin für Hinverteid. 10 Riesen, oder? 10 Riesen, DJ, kommt, das könnt ihr aber auch setzen. Na klar, machen wir. Steuergelder, kein Problem. Naja, das legen wir, wenn, dann privat zusammen. Aber ja, auch okay. Kommen wir wirklich... Herrn Verdeiter ins Rennen schicken oder unser Profi-Rennfahrer? Ne, zwei. Es sollen zwei sein. Ich würde sagen, Herr Murray hat sich schon qualifiziert aufgrund des Outfits. Oh, Jungs, wer von uns fährt? Wer von vorne ist der Zweite. Außer er sagt, er ist das letzte Mal schon durch die Hölle gegangen. Diese Blöde. Nee, ich bin der Ford, hat mich gerade gut abgezogen. Stimmt. Ja, stimmt. Wir würfeln. Nee, nehmen Sie mal. Wir würfeln aus bei uns. Los. Ford und Murray. Die höchsten zwei Zahlen. Ja, die höchsten zwei Zahlen dürfen fahren. Wer würfelt? Ja, jeder für sich, ja doch. Alle vom Hörsaal. Ja, alle gleichzeitig würfeln. Eine Frau muss da drin. Ja, schön, dass die Frauen vor der Film. Ich bin die einzige Frau hier, nein. Du zuerst. Ach nee, bitte nicht. Sophia ist da. Gleich wieder zum Gewinnspiel. Du wirfst zuerst für dich.
Für mich. Asimov hat 5 Augen. Ja, das Scheiße. Ja, Alter, so gut wie raus. So gut. Jetzt für Victor. Okay, 10.000 ist eine Menge Geld, enttäuscht uns nicht, ja. Wie viel? 10.000. Oh, nur genau. 6. Jetzt für Connor, die höchste, ja, die höchste ja da Geld fahren, ja. Von also unserem Motorradclub einsetzen. Oh, also noch da schon mal nicht fahren? Verdammt. Justice Riders, ja. Also, die Sache. Wir jetzt jemanden gar nicht. Connor, Victor, Alter, gratuliere. Scheiße, Alter. Gemeinde, Alter. Aber ich, auf geht's, Jungs. Okay, aber kein Druck, geht das gegen den Motorradclub? So, aber dann guck ich mal meinen Karten, Jungs. Welches ist meins? Hey, ja. los, jetzt fahrt meine Güte, ihr müsst das jede vom Pearls verteidigen. Ne? Ist ja, ihr müsst mal die Autos abgeben, ne? Damit wir auch nicht mehr können. Genau. Und mal am besten komplett frische einfach. Ne?